Hallo, heute habe ich mal wieder ein klassisches Nur-was-ich-mag-Video für euch. Das heißt, wir sortieren wieder gemeinsam aus und dieses Mal geht es um meine Nagellacke. Letztes Jahr habe ich ja zusammen mit euch die Nur-was-ich-mag-Challenge gestartet, in der wir gemeinsam unsere komplette Wohnung auf den Kopf gestellt haben und dabei nur Dinge behalten haben, die wir auch gerne mögen und tatsächlich benutzen. Und dabei bin ich natürlich auch meine Nagellacke mit euch durchgegangen. Allerdings muss ich sagen, dass ich ja von einer riesen Masse herkam und durch das, was ich aussortiert hatte, habe ich dann mal alle Lacke, die noch übrig waren, angefangen zu benutzen, wo ich vorher eben nur so ein paar einzelne benutzt habe. Und dabei habe ich festgestellt, dass immer noch einige dabei sind, die ich nicht wirklich gerne trage, auch das ganze Jahr über irgendwie nicht. Das heißt, manchmal hat man im Sommer nicht so Lust auf zum Beispiel ein dunkleres Grün oder Petrol. Deswegen habe ich mir da auch nochmal die Zeit genommen, den Winter abzuwarten. Und jetzt bin ich eben soweit, nochmal mit euch eine weitere Runde zu starten. Ursprünglich hatte ich ja mal weit über 100 Nagellacke und dieses Mal starten wir mit 32 Nagellacken, die ich im Wohnzimmer aufbewahrt habe, in so einem wunderschönen kleinen Aufsteller von Nanunana. Und da haben jetzt auch tatsächlich alle meine Nagellacke reingepasst, was mich natürlich schon sehr gefreut hatte. Und jetzt nehmen wir natürlich erstmal alles wieder von seinem gewohnten Platz weg. Das heißt, ich habe alle Nagellacke auf dem Küchentisch ausgebreitet, das heißt auch vom Aufsteller runtergenommen und vor mir mal so hingelegt, damit ich die Farben auch richtig gut sehen kann. Im nächsten Schritt habe ich mir meine absoluten Lieblinge ausgesucht, die ich ohnehin dauernd trage. Da wusste ich auf jeden Fall, dass ich die behalten möchte. Und dann ging es aber auch schon los, dass ich bei einigen Nagellacken doch relativ unsicher war, weshalb ich dann angefangen habe, die aufzutragen. Denn man muss einfach sagen, dass Nagellacke im Fläschchen überwiegend ganz anders aussehen als auf den Nägeln dann später an sich. Und man kann auch nicht immer nur die Farbe bewerten, weil oftmals dann besonders der Auftrag das Nervige ist, wenn es dann streifig wird oder nicht richtig trocknet oder Bläschen wirft. Und es sind solche Sachen, wo man eben beim Auftragen dann nochmal richtig gut testen kann. Bei Nur was ich mag, schaut man ja eigentlich, was man persönlich wirklich gerne mag, und zwar an sich selbst, also nicht an anderen, sondern wirklich an sich selbst. Und da habe ich ja die letzten Monate ganz besonders genau hingeschaut und habe halt gemerkt, dass ich ein Farbschema habe, was sich immer wiederholt und das schon seit vielen, vielen Jahren, und ich glaube, dass sich das auch nicht mehr ändern wird, und selbst wenn, dann darf ich mir auch mal einen neuen Nagellack kaufen, so ist es ja auch nicht. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich zum Beispiel Weiß sehr gerne mag, weshalb ich da auch zwei verschiedene behalten habe, nämlich einen Schimmer und einen normalen, guten, deckenden. Und auch bei den Pinktönen habe ich verschiedene Nuancen behalten, weil ich da einfach wirklich einen Unterschied sehe und da zum Beispiel ein Hellrosa gerne im Frühjahr, Sommer trage, während so ein dunkleres Pink dann eher für mich Herbst, Winter ist. Und dann gibt es noch so ein paar Ausreißer wie so ein Mint oder mal ein Neon-Pink oder Neon-Lila und auch mal ein Schwarz oder so ein Petrolblau. Einfach für besondere Anlässe, und das sind Farben, die mir einfach wirklich gut an mir gefallen. Und jetzt, wo eben diese Masse wieder geringer geworden ist, sehe ich auch wieder besser, worauf ich Lust habe. Und so konnte ich dann doch meinen Bestand wieder deutlich reduzieren. Allerdings möchte ich an der Stelle nochmal wirklich ausdrücklich betonen, dass es nicht darum geht, möglichst wenig zu haben oder weiter oder immer mehr auszusortieren, sondern es geht vielmehr darum, dass wenn man eben anfängt auszusortieren, dass einem dann immer bewusster wird, was man tatsächlich mag. Also man kann sich immer mehr spezialisieren und weiß viel besser, was man eben will. Und dadurch habe ich jetzt auch wieder die weitere Runde mit euch gestartet. Drive a faster car, lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette, city lights looking fine, and no. Es gab am Ende auch noch einen Wackelkandidaten, den habe ich dann auch direkt mal aufgetragen und habe festgestellt, dass er schon nach 2 Tagen abblättert bei mir, und das passiert nicht bei jedem Nagellack, und auch vom Auftrag her war er dann doch nicht so toll, weshalb ich den jetzt auch noch aussortiert habe. Somit ist das Endergebnis 23 Lacke, die ich behalte, und 15 Lacke, die ich aussortiert habe.
Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so viele nochmal sind, aber ich freue mich total, dass ich jetzt nämlich alle Nagellacke in meiner Schublade unterbringen konnte. Das heißt, es sind komplett alle meine Sachen, angefangen von Feilen und Nagelschmuck bis hin jetzt eben zu den Nagellacken, komplett in einer Schublade untergebracht und sie sind schön verstaut, stauben nicht mehr ein und ich habe wieder eine freie Fläche, auf der ich jetzt einfach nur noch meinen Flamingo stehen habe. Und ja, ich freue mich total über das Ergebnis und ich würde mich auch sehr über euer Feedback freuen. Und wenn ich euch wieder zum Aussortieren motivieren konnte, dann schickt mir auch gerne Fotos mit dem Hashtag Nur was ich mag auf Instagram. Und ansonsten könnt ihr auch nochmal für weitere Motivationen hier in der Nur was ich mag Playlist vorbeischauen oder hier unten kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!